Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Ich freue mich, dass du wieder da bist. Ich bin Annette Fleming und ich freue mich natürlich, wenn du kommentierst und hinterlass mir auch gerne dein Abo. In diesem Video geht es um mehr Leichtigkeit im Leben, um unsere Seele, um Hoffnung auf unseren Heilungsweg und wie wir unserer Seele Platz und Raum schenken können. Viele Menschen fragen sich in diesem Zusammenhang, wie kann ich meinem Leben Sinn abgewinnen? Wie kann ich heilen? Wie komme ich in die Freude? Und was will ich überhaupt? Und wie kann ich meine Potenziale nach draußen geben? Wir leben in einer Zeit, in der Erfolg höher geachtet wird als Zwischenmenschlichkeit oder Selbstbestimmung. Eine Zeit, in der wir mehr denken als das, was wir dann wirklich lebendig sind. Wir optimieren uns ständig. Das braucht Zeit. Und oft tun wir nicht wirklich das, was wir wirklich tun möchten. Dann lassen wir uns vom Leben und vom Außen herumkommandieren, sind irgendwie lost, dann wissen wir nicht, was wir wirklich wollen. Wir haben keinen Sinn für das Schöne im Leben, haben wenig Hoffnung. Und es ist irgendwie wie so Schlafwandeln. Oder wir gehören zu jener Art Menschen, die immer ackern, kämpfen, die Macher unter uns, die ihr Leben selbst in die Hand nehmen, die dann fokussiert sind, die leisten, oft funktionieren diese Menschen dann auch in verschiedenen Rollen oder wie diese Duracell-Hasen. Und es werden dann drei Leben in ein Leben gepackt und alles tun diese Menschen aus ihrer inneren Prägung heraus, aus der Vergangenheit, aus einer Urangst heraus. Sie glauben, das, was sie denken und was andere über sie denken. Und sie denken, das, was sie haben, sind sie. Und dann gibt es jene Menschen, die sich im Leben irgendwie auszukennen scheinen, die sich schon mit sich selbst auseinandergesetzt haben, die Umkehr durch Krankheit oder Schicksal erlebt haben, die bewusster leben, die Naturgesetze verstanden haben, die wissen irgendwie, was sie wollen. Sie kämpfen nicht mehr. Sie geben sich dem Leben hin. Das sind jene Menschen, die erkannt haben, dass unser Leben nicht alleine nur durch Geist gesteuert werden kann oder durch das Optimieren eines Körpers, sondern dass unsere Seele Heimat und Aufmerksamkeit braucht, dass wir emotionale Wesen sind. Sie haben erkannt, dass der Mensch, der trotz dieser spannungsgeladenen Zeit Vertrauen haben darf in die eigene Intuition. Und diese Menschen finden immer wieder, ja, einen Sinn im und am Leben. Und ja, immer wieder werden wir mit unserer Urangst vor dem Tod konfrontiert, die durch Krankheiten, Krieg, Krisen angetriggert wird. Und jeder Dritte ist psychisch, seelisch krank. Und wer jetzt flexibel bleiben kann und gleichzeitig der inneren, seelischen, intuitiven, der eigenen Wahrheit treu bleiben kann, ist natürlich im Vorteil. Unsere seelische Gesundheit ist nicht fix, sondern sie zeichnet sich durch unsere ja, Regulationsfähigkeit, also Anpassungsfähigkeit aus. Und ein Körper wird erst dann lebendig, wenn ihm Seele eingehaucht wird, wenn er nicht nur funktioniert. Und zum Thema Seele gibt es ja unendlich viele Konzepte, Lehren und Vorstellungen. Aber im Idealfall kooperieren Körper, Geist und Seele miteinander. Unser Körper ist an, ja, an das Hier und Jetzt gebunden, der Geist ist fürs Wahrnehmen, Entschlüsseln notwendig. Und die Seele dagegen ist zeitlos, formt Emotionen, Triebe und ist mit unserem Nervensystem eng verbunden. Und man sagt, ihr nach, sie ist ewig. Ihr wird eine komplexe Interaktion mit der Umwelt zugeschrieben und sie macht immer die Einheit des ganzen Menschen aus. Aber oft dominiert unser Geist und darin die Ängste. Und das kann echt krank machen. Oft sind das Menschen, die in einer Familie aufgewachsen sind, wo Bezugspersonen verkopft, kränkend, ungeduldig waren, wo es entbehrliche, ja, Zustände gab, wo wenig Hoffnung, Empathie vermittelt wurde, wo es wenig Zeit für liebevolle, nahe Begegnungen, echten Austausch gab. Bei diesen Menschen ist dann die Bindung zu ihrer Ganzheit und zum Leben hin irgendwie gestört. Einfach erklärt bedeutet das, dass das Selbstgetrenntsein der Bezugsperson es bedingte, dass die Kinder sich verlassen fühlten. Und das bedeutete,
dass eine Widersprüchlichkeit im Fühlen stattfand. Also solche Abspaltung kann man natürlich als Fähigkeit der Seele, also der Psyche beschreiben, denn es hilft das Überleben in diesen dysfunktionalen Konstrukten. Aber später findet dann ja alles im Geist statt und der findet ja immer Erklärungen. Er interpretiert, er mentalisiert, der Mensch ist fast süchtig nach diesem Denken. Und das wiederum ist die Fortführung der antrainierten, dysfunktionalen Erkenntnisse der Kindheit. Ich bin getrennt, kein ganzes, fühlendes, körperlich-geistiges Wesen. Und diese Trennung schürt unser Funktionieren. Es macht ein, ja, ich sage immer, ein verzerrtes Denken. Wir vergessen dann unsere seelische Anbindung. Und an erster Stelle steht bei uns Menschen ja der Wunsch nach Sicherheit im Leben und nach Stabilität. Und wir wollen gesehen werden, wir wollen Verbindung leben, lieben, fortpflanzen. Und die Vorstellung, dass dann die eigene Existenz vollkommen belanglos ist, dass Leben endlich ist, dass es durch äußere Bedrohung enden ja könnte, schürt dann immer wieder die Angst. Und es geht wieder ums Überleben, anstatt um das hier im Moment sein und mit allen Sinnen gebunden sein. Und aus dieser Angst heraus lenkt der Mensch sich dann ab oder er schafft und ackert. Und oft bedeutet es auch, am Materiellen oder an parallel Fantasiewelten festhalten, um das Leben dann auf einer verstandesmäßigen Ebene zu verstehen. Ja, ein Mensch mit dominant egozentrischen oder sogar narzisstischen Anteilen lebt komplett an seiner Seele vorbei. Toxische Verbindungen sind so gestört, dass der Seelenfrieden ernsthaft in Gefahr ist. Wie viele Menschen dort nur existieren. Die Seele aber, die Kraft in ihr, beziehungsweise die Widerstandsfähigkeit, bedeutet nicht an der Oberflächlichkeit, also im Materiellen, hängen zu bleiben oder ego-behaftet zu leben. Es bedeutet auch nicht abdriften im Geist oder nur in der Körperlichkeit stecken zu bleiben und das Leben mit Sinnen zu vermeiden, sondern die Seele liebt es ja zu fühlen und dazu zu gehören, in Verbindung zu sein und ganz zu sein. Und sie liebt es zu sein. Und so wirkt unsere Seele ja in der heutigen Zeit fast vergessen, leise, ausgeschaltet. Irgendwie dümpelt die dann so nebenher. Und darum erkennen wir ihren Wert, ihre Wahrheit oft nicht, weil es draußen und im Kopf so laut ist. Es ist viel zu viel los. Übersehen wir unsere Seele zu lange, zerreißt es uns innerlich. Wir fühlen uns isoliert, sinnlos, taub, zerstreut. Und manche werden auch laut und aggressiv, egozentrisch. Und das Leben ist dann irgendwie aus den Fugen geraten. Und dann muss sich die Seele regelrecht laut Gehör verschaffen. Durch psychisches Leid, durch Depression oder Burnout, Angststörungen, Suchtessstörungen. Und dabei ist es doch gerade unsere Seele, die sich dann nach Balsam und Trost in schmerzhaften Momenten sehnt, die Hoffnung braucht, die Auszeiten, Pausen und Zuwendung braucht. Um zu unserer seelischen Kraft zurückzufinden, ist es wichtig, sich dem Zauber der Seele hinzugeben. Und es bedeutet, immer wieder zu lernen, loszulassen und aufs Neue zu vertrauen. Nichts ist für immer. Und das sind, ja, das zum Beispiel die Sinnhaftigkeit im Leben eben auch kein Dauerzustand ist oder fix ist oder dass es manchmal gar keinen Sinn gibt und dass sich das Leben verändern darf, dass der Sinn in mir dann durch das Leben fließt oder durch mich nach draußen fließt und stattfindet. Die Seele ist ja so ein sanftes Funkeln, das plötzlich auftreten kann, wenn wir nicht ja funktionieren. Und oft gehen wir Menschen darüber weg. Das ist diese leise Kraft, die wir finden, wenn wir ja nicht in einer Rolle sind. Und das sind die Momente, die uns die Zeit vergessen lassen und träumen lassen und die uns Wärme schenken und das Gefühl von, ja, hier kann ich echt sein, vermitteln. Es ist die Offenbarung, die sich in der, ja, oft in der Langeweile auch zeigen kann, wenn wir so dahin dümpeln mit uns selbst. Und es geht auch im Leben nämlich nicht darum, immer nur die Fragen zu beantworten, die großen. Das will immer unser Verstand. Und es bedeutet einfach irgendwie auch so ein
Zuhören zum Bauchgefühl, zur Intuition. Und es kann auch ein heilsamer Blick auf eine höhere Wirklichkeit sein, die sich erschließt, wenn wir zum Beispiel meditieren, abdriften, Gedanken schweifen lassen oder unsere Seele baumeln lassen. Und es kann auch eine Seelenverwandtschaft zwischen einem Menschen oder einem Tier sein, aus dieser Gemeinschaft wir dann lernen. Es kann Musik sein, kreatives Schreiben, Tanzen, Essen. Seele findet immer ihren kreativen Ausdruck im Flow. Und die Verbindung zur Urkraft, seelisch gesehen, kann deine tiefe Verbindung zu etwas Höherem sein. Wer oder was diese Wirklichkeit ist und welcher Begriff dann gewählt wird von dir, ist so individuell. Schöpferkraft, Universum, Energie, Natur, Engel, ein Gebet, Liebe, Gott. Denn Hirnforscher haben herausgefunden, dass die Stressanfälligkeit und wir unsere Heilung ankurbeln können, die seelische Anbindung, ja, Hoffnung geben können, wenn wir glauben, wenn wir Stille zelebrieren, Gebete zelebrieren. Und dieses spirituelle Potenzial kann uns dann innere Räume öffnen, wo wir wahre Energiequellen für unser Bewusstsein finden. Und das kann uns durch Krisen führen. Und ja, die Emotionen Dankbarkeit, Liebe und ja, auch Demut gehören da dazu. Was unsere Seele auf alle Fälle ist, sie ist lebendig. Sie wohnt in unserem Körper. Und deshalb ist ja dieses Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele so wichtig. Und das heißt, die Seele nährt sich von der Verbindung von Lebendigen, von deiner Freude mit dir selbst und deiner Bewegung, gesundem Essen und deinem ganz persönlichen Tempo. Und das mit der Freude mit sich selbst kann für manche Menschen mit schwerem Schicksal und traumatischer Geschichte sehr schwer sein. Es herrscht oft überhaupt kein Zugang zur wahren Freude. Der Saboteur, die Not ist so laut, dass der seelische Ausdruck und alle Potenziale vollkommen boykottiert werden. Und hier ist Hoffnung so wichtig. Zumindest war es für meine Seele wichtig zu wissen, dass Heilung möglich ist, denn es war nicht wichtig für meinen Verstand zu wissen, dass Hoffnung da ist, denn der wollte Hoffnung immer zerpflücken und in tausend Fragen bewerten auch. Also wenn wir unsere Zukunftsgedanken, unsere Hoffnung, unsere Visionen nähren, träumen können, überschaubare Ziele haben, dann nähert sich unsere Zuversicht ans Leben. Und wenn wir unsere Seele befragen würden, dann würde sie sagen, ich bin für Frieden und für Klarheit. Wenn wir unsere Kontakte und Liebesbeziehungen auf ein neues Level anheben wollen, dürfen wir also keine faulen Kompromisse mehr akzeptieren. Die Seele sucht nach deiner Entfaltung oder nach der Entfaltung deiner Potenziale. Und dabei ist der Seele vollkommen egal, ob es ein Erfolg wird. Sie möchte nur diesen positiven Flow haben. Und die Herausforderung ist immer wieder, in schwere Themen Leichtigkeit zu bringen. Also wir dürfen unsere Seele, unseren seelischen Innenraum füttern mit der Frage, was will ich wirklich und wer will ich wirklich sein? Und da dürfen wir natürlich auch unsere Wunden aus der Vergangenheit würdigen. Und mein Lieblingssatz ist, wertschätze deinen persönlichen Weg, sei empathisch mit dir und übe radikale Akzeptanz, lass los, was du nicht ändern kannst. Und meine Seele übrigens, die liebt weniger ist mehr und weniger mehr Auszeiten. Positiver Verzicht tut mir gut, entrümpeln. Ich gebe dann meiner Seele Raum und Zeit und entgifte dann sozusagen vom Konsum, von der Hektik und von den Verpflichtungen. Also den Alltag entgiften, in und außen, von Medien, sich verlieben ist wichtig und jede unterdrückte Emotion ist Gift für deine Seele und jede überflutende Emotion auch, also Regulation ist wichtig. Wenn du deinen Weg des Erwachens gehen möchtest und in die Veränderung gehen möchtest, du bewusster leben möchtest und seelische Resilienz möchtest, wirst du Prozesse durchlaufen und das wird ein ständiges Sterben deines Egos sein, also deiner Schutzhülle. Und das tut manchmal weh. Aber wenn deine Seele einmal ihrem Beruf gefolgt ist, es ums Ganzsein geht, ums Leben, ja, dann zurück zu dir, dann gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, das wollte ich dir gerne für den heutigen Tag mitgeben. Ich hoffe, du fühlst dich inspiriert und
teile das Video gerne und dann sage ich wie immer, sei gut zu dir selbst und bis demnächst.